Katzen können so kuschelig sein. Besonders, wenn sie noch so jung sind wie unsere Hofkatze Taisha. Noch war sie keine Gefahr für kleinere Tiere. Und deck gleich das Holz ab. Wenn es nass wird, sind wir geliefert, ja? Ja, Chef, mach ich. Und das Heu auch nicht vergessen. Soll die nächsten Tage durchregnen. Ja, ich denke dran, Chef. Ich weiß gar nicht, was ich da soll. Josephine Nacken massieren, Rosen bringen, essen gehen schön, hä? Ja, aber das mache ich doch hier auch nicht. Ja, darum, sie braucht Kur. Na gut, ich verlasse mich auf euch. Ich weiß, Lise braucht Medikamente. Nein, das meine ich gar nicht. Es ist doch bald Allerheiligen und ich habe Josephine versprochen, dass ich mich ums Familiengrab kümmere. Wenn das nicht in Ordnung ist, dann ist die Hölle los. Das wird aber teuer. Okay, 3 Euro? 5. Pro Stunde. Ist ja sicher viel zu tun, oder? Okay, 5 Euro, weil du's bist. Ich kann noch viel lernen von dir, hm? Hab da 5 Euro. Nicht übertreiben. Gut, an Arbeit. Deine Cousin kommt später noch. Fred? Mhm. Den habe ich echt ewig nicht mehr gesehen. Ja, bringen deine Tante zu verzweifeln. Als ich den Job annahm, hatte ich mir gar nichts dabei gedacht. Aber als ich dann auf dem Friedhof war, hatte ich doch irgendwie ein komisches Gefühl. Bis jetzt war ich erst einmal hier gewesen. Bei der Beerdigung von Vinzens Papa, Opa Alois. Da war ich nur nicht so allein wie jetzt. Peter. Peter! Krieg ich keinen Kuss mehr, oder was? Dass ich dich ausgerechnet jetzt kennenlernen muss. Hast du eine Zusage von der Uni bekommen, wegen des Tierarztstudiums? Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch will. Wegen mir? Bis später. Hallo, Herr Huber. Hallo, Greta. Der Hund meiner Mutter ist weggelaufen, wenn du irgendwas erfährst. Gib's mir Bescheid, ja? Ich habe oben ein Foto von Carlo mit der Telefonnummer aufgehängt. Bin furchtbar in Eile. Tschüss. Und das ist unsere Stube. Hm? Hast du Hunger? Ist nur wieder ein Passwort. Fred.
10 Tage ohne Internet, hä? Darfst du aushalten. Habe ich deiner Mutter versprochen, tut mir leid. Paul ist nicht da? Leider nicht, er macht Berufspraktikum. Aber Pauline ist da, guck. Hey, Fred! Auf dem Friedhof liegt ein Hund und trauert um sein Frauchen. Der rührt sich nicht von der Stelle. Wer ist gestorben? Eine Marianne, Marianne Huber. Auf jeden Fall muss ich ihm was zu trinken und zu essen bringen. Fred, hm? Du und Cousine auf Friedhof, hm? Das ist große Abenteuer. Hm? Komm, Fred, ich zeig dir dein Zimmer. Chef, was für eine Überraschung. Holz, welches Holz? Achso, ja, das ist nass geworden, ja. Ja, Riesenkatastrophe. Das war Witz, Chef, alles in Ordnung. So, das ist dein Zimmer, hier kannst du dich breit machen. Na super. Oh. Ey, wer ist das denn? Das ist Gigi. Die ist ja süß. Weiß mein Papa davon? Der flippt aus. Aber keine Angst, es bleibt unter uns. Pass nur gut auf sie auf, okay? Du bist hier nicht in der Stadt, du bist auf einem Bauernhof mit Katzen. Hungrigen Katzen. Also, ich muss dann. Tschüss. Na toll, Gigi. Mitten in der Pampa und kein WLAN. Aber wir finden den Router schon. Mitgebracht. Du hast doch bestimmt Hunger und Durst, oder? Komm, du musst doch was essen. Carlo. Deinen Namen habe ich schon mal. Jetzt muss ich nur noch rauskriegen, wo du hingehörst. So, hier habt ihr eure 5 Freunde wieder. Julian, Andy, George und Timmy. Obwohl das ja eigentlich der Hund ist. Danke. Danke. Und alle kerngesund. Aber ihr müsst einen neuen Käfig kaufen, einen größeren. Der ist ein bisschen zu klein, ja? Okay. Ja. Okay. Hast du eigentlich mal was gehört? Hä? Mal was gehört hast. Von den Unis wegen deinem Studienplatz. Nein. Die lassen sich aber Zeit. Willst du nicht mal nachraten? Matthias, fragst du Dr. Hansen? Hi, Greta. Ich bin hier gerade auf dem Friedhof, das Familiengrab von Grieshabers neu machen. Und auf einem anderen Grab, da liegt ein Hund. Der rührt sich nicht von der Stelle. Und wie sieht er so aus? Der ist so braun. Sieht aus wie ein Mischling. Und er heißt Carlo. Das könnte der von Herrn Huber sein. Ich rufe ihn gleich mal an, ja? Ich melde mich dann noch bei dir. Ja, super. Bestimmt kommt dein Herrchen bald. Der kümmert sich dann genauso gut um dich wie dein Frauchen. Hörst du, Carlo? Hunde haben hier auf dem Friedhof nichts zu suchen. Tut mir leid, also er gehört auch gar nicht. Carlo. Ist das etwa Ihr Hund? Ja, schon gut, ich nehme ihn da gleich mit. Du musst Paula sein. Pauline. Paulina, guten Tag. Huber. Huber. Guten Tag. Ja, Greta Hansen von der Tierarztpraxis hatte mich angerufen. Ja, schön, dass du ihn so schnell gefunden hast. Ja, er vermisst total sein Frauchen. Ja, meine Mutter, sie ist letzte Woche erst gestorben. Ja, also nochmals vielen Dank. Ja? So, Carlo, jetzt müssen wir aber nach Hause. Hm? Carlo, jetzt mach's mir doch nicht so schwer. Komm jetzt, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Tschüss, Carlo.
besser. Na, Fred? Passwort längst geändert. Das dir nichts nutzen, ne? Mann, Thomas, bitte. Fred, du bist hier, weil deine Mutter wollen, dass du frische Luft schnappst und nicht die ganze Zeit auf Handy spielen, ha? Ja, ich weiß. Mann. Hey. Wie geht der Hund, ne? Der ist total traurig. Deswegen du auch total traurig. Ich wäre ja auch traurig, wenn es dich nicht mehr geben würde. Hm. Koch, Amtchen. Carlo. Carlo, jetzt komm schon. Komm jetzt, Carlo. Komm! Carlo! Du, Frauchen kommt nicht wieder. Damit müssen wir uns abfinden. So, komm. Carlo, komm jetzt. Ich muss dich jetzt ins Haus einsperren. Auf den Friedhof kannst du jetzt nicht mehr. Hey. Hi. Du, sag mal, also Gigi hat leider das Passwort fürs WLAN gegessen. Böse kleine Ratte. Könntest du mir vielleicht das Passwort geben? Nee, klar. Vincent und... Nee. Vincent und Fine sind super. Das ist ein blödes Passwort. Guten Morgen, aufstehen! Sonnenschein, hä? Los, Faulpelze, hä? Geh in den Wald. Los. Ich hab Bauchweh. Bauchweh, aufstehen. Aufstehen. Oh, Mann, ehrlich. Jetzt du dran. Ich? Wer sonst? Hä? Los. Okay. Okay. So. Ja. So, das ist richtig. Linke Fuß ist Kupplung. Schön. Was machst du denn schon wieder hier? Verschwindest du da? Ach, jetzt lassen sie ihn doch. Weißt du, warum Hunde hier auf dem Friedhof nichts verloren haben? Die machen doch ihr Geschäft hier auf den Toten. Vielleicht buddeln sie auch die Gräber auf. Oh Gott, er ist ja verletzt. Hallo, was hast du gemacht? Ich muss sofort zum Tierarzt. Können Sie mich fahren? Ich? Der blutet mir ja alles voll. Was ist das praktisch, einen Freund zu haben, der so nah wohnt, hm? Ja, ich bin ja auch pünktlich heute.
Guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen. Du, mir hat das keine Ruhe gelassen. Wegen deinem Studium, ich hatte mal angerufen. Der Brief müsste längst hier sein, da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Sag mal, das ist meine Sache. Ja, bist du denn nicht gespannt? Doch, aber dich geht das nichts an. Die Arztpraxis Dr. Hansen. Verletzt. Ja, ich geb dir meinen Papa. Paulina. Paulina, wer ist verletzt? Naja, wie stellst du dir das denn vor? Ich kann doch jetzt hier nicht weg. Gut. Ja. Kannst du ein bisschen Gas geben? Gut. Kannst du Gas geben? Ein bisschen gerade, ja? Chef, du schon wieder? Was, los? Ja, hier alles in Ordnung. Ja, hab ich alles im Griff, ja? Ich bin bei Arbeit. Ja. Ja, ich bin auf Traktor, Chef, ja? Ja, tschüss, bis später. Endlich frisst du mal was, Carlo. Ja, wenn nie was Gutes gibt. So, super. Schön, dass Sie ihn dann auch gleich mitnehmen. Bitte? Ich bin Tierarzt, aber kein Tierheim. Na, Carlo, da bist du also wieder. Ich wollte die Mittagspause nutzen, um mit ihm eine Runde zu drehen. Da sehe ich kaputtes Fenster. Mein erster Gedanke, Einbrecher natürlich. Aber da hätte Carlo doch sicherlich gebellt. Also, nächster Gedanke, er muss durchs geschlossene Fenster gesprungen sein. Also, wer denkt denn an sowas? Was? Also, die Pfote wird wieder. Aber die Seele kann ich nicht verbinden. Ja, ich muss ihn in Zukunft noch besser einsperren. Ja. Nein, das ist keine Lösung. Er wird immer wieder hier auftauchen. Aber Hunde sind nun mal auf diesem Friedhof nicht erlaubt. Das ist grundsätzlich richtig, aber die Friedhofsordnung ist nicht immer so streng. Ich glaube nicht, dass Carlo Ihnen oder den Toten hier irgendetwas tun wird. Er nimmt Abschied. Wie Sie doch auch, oder? Ja, das stimmt. Und Abschied nimmt man nicht von jetzt auf gleich. Sie müssen sich eine Lösung ausdenken. Ja, das wäre wirklich schön. Hier kann er nicht bleiben. Ja, ich weiß. Ja, muss jetzt los. Danke, Philipp. Können Sie mich mitnehmen? Und der Hund? Ach so, ja, richtig. Ich konnte die beiden überzeugen, Carlo für eine Nacht auf dem Friedhof zu lassen. Zum Abschied nehmen. Während ich Carlo tröstete, brachte sich Gigi in Gefahr. Unsere Hofkatze Taisha würde ihr nicht gefährlich werden. Aber Papa wusste nicht, dass die Ratte Freds geliebtes Haustier war. Leid, wir fahren sonst noch bei einem Notfall. Aber er kommt gleich. Wollen Sie einen Bonbon vielleicht? Danke. Sie auch? Danke. Nee, danke. Nee? Okay, dauert nicht mehr lang. Ist er ja, der Brief. Papa. Wie lange hast du denn schon? 2 Tage? Das kann dir doch egal sein. Her damit. Nur wenn du dich nicht traust. Ich glaub's ja nicht. Das ist eine Absage. Eine Ratte auf Bauernhof. Und du mir nichts sagen? Das geht nicht. Hä? Was, wenn weggelaufen wäre und sich vermehrt? Haben wir große Probleme dann.
Ratte auf Bauernhof geht überhaupt nicht. Das ist eine Zuchtratte. Die sind anders. Ich habe da wirklich kein Problem gesehen. Okay, habt ihr noch mal Glück gehabt, dass Vinzenz nicht da ist? Hm? Aber diese Ratte muss weg. Mir egal, was macht, heute noch. Papa! Papa ist sauer! Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ich muss jetzt erstmal zu Carlo auf den Friedhof. Kommst du mit? Was macht denn der Hund? Trauert am Grab und frisst nichts. Später soll es übrigens noch regnen. Und der... Carlo. Carlo liegt hier Tag und Nacht? Ja. Er verlässt das Grab von seinem Frauchen nicht mehr. Hey, ne? Wie geht's euch? Sollten wir schnell ein Dach für ihn bauen. Du bleibst schon mal mehr, ne? Bist du erstmal gegen Wind und Wetter geschützt? Das hat richtig Spaß gemacht. Ist Gigi bei dir? Gigi? Ja, die ist noch nie abgehauen. Oh nee, bitte nicht hier. Scheiße! Mann! Gigi! Gigi! Fred, Tiere gehen meistens an die Stellen zurück, wo sie weggelaufen sind. So ein Quatsch. Doch wirklich. Lass uns das Futter von Carlo hier ein bisschen verteilen. Vielleicht kommt sie dann wieder. Ja, damit sie der Hund frisst oder was? Gigi! Gigi! Wir haben noch lange vergeblich nach Gigi gesucht. Er war einfach weg und als es dunkel wurde und anfing zu regnen, mussten wir die Suche auf den nächsten Tag verschieben. Fred schlief unruhig in dieser Nacht und weckte mich besonders früh. Und auch Vinzenz hatte ein Problem. Vinzenz, ich dachte, du wolltest erst übermorgen wiederkommen. Man hat ja keine ruhige Minute, wenn dein Vater nicht ans Telefon geht. Alles in Ordnung? In bester Ordnung. Ich krieg übrigens 50 Euro von dir. Was? Und wer ist der da? Fred. Tag. Mein Lieblingscousin. Wo ist dein Vater? Drinnen. Wir müssen uns um eine Ratte kümmern. Paulina, komm jetzt. Chef, warum bist du schon hier? Sie müssen sich um eine Ratte kümmern? Was für eine Ratte? Wo sind Ratten? Rattenplage. Ja. Aber ich habe uns gerettet. Weißt du, ich habe auf meine Flöte gespielt und Ratten sind mir gefolgt. Ah, du bist ein sehr lustiger Mann. Wirklich? Chef! Geh runter. Ey. Das gibt's ja gar nicht. Gigi, oh. Ich habe mir überlegt, du musst Widerspruch einlegen. Es bringt doch nichts. Gut, dann studiere in Österreich. Papa, komm. Sag mal, täusche ich mich? Oder bist du gar nicht so traurig über die Absage? Ich arbeite einfach gerne bei dir. Ich
Ich dachte, du wolltest Tierärztin werden. Will ich doch auch. Aber ich kann zuerst die Ausbildung bei dir machen und danach studieren. Und wenn ich bei Felix in der Nähe wohne, komme ich auch bestimmt nicht mehr zu spät. Du wirst doch deine Pläne nicht wegen Felix über den Haufen werfen. Du wolltest Tierärztin werden, nicht Tierarzthelferin. Drück dich nicht vor der Entscheidung. Gigi, also meine Ratte. Die ist gestern abgehauen und hat Unterschlupf bei Carlo gefunden. Aha. Ja, die scheinen sich ja wirklich zu mögen. Carlo ist wirklich ein ganz besonderer Hund. Aber er kann nicht hier bleiben. Wir können die zwei doch jetzt nicht einfach trennen. Ja, tut mir leid, ich muss ihn wieder mitnehmen. Wartet mal kurz. Carlo hatte Abschied von seinem Frauchen genommen und somit Platz in seinem Herzen. Da war vor allem Gigi drin. Und da Carlo Fred ebenfalls ins Herz geschlossen hatte, waren die drei ein perfektes Team. Gut, dass er Huber nichts dagegen hatte, dass Fred Carlo zu sich nahm. Und Freds Eltern waren auch einverstanden. So ist Fred zu einem Hund gekommen und Gigi zu einem wirklich guten Aufpasser.